Ja, ganz herzlichen Dank. Auch danke für die Einladung. Nochmal kurz zu meiner Person. Ich bin Rebecca. Die meisten dürften mich vielleicht über den ADFC-Bundesvorstand kennen. Ich bin allerdings heute so ein bisschen privater hier, nämlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studentin der Universität Bonn. Und genau in dem Rahmen habe ich mich auch mit dem Thema dieses kleinen Vortrags beschäftigt. Es soll nämlich darum gehen, ob No Parking wirklich No Business bedeutet und welche Auswirkungen Verkehrsberuhigung auf den Einzelhandel haben. Als Start möchte ich erstmal kurz einleiten, was wir überhaupt unter Verkehrsberuhigung verstehen oder zeigen, dass es eben eine ganz große Vielfalt ist. Das heißt, wir sprechen eben nicht nur von dem extremen Fußgängerzone, sondern auch von jede Menge Zwischenmöglichkeiten. Eine Verkehrsberuhigung ist immer mit Zufahrtsbeschränkungen und verringerten Geschwindigkeiten ausgehend von einer nicht eingeschränkten Tempo 50 Hauptstraße verbunden. Also das alles, was darunter geht, ist quasi schon eine Verkehrsberuhigung. Bis zur Fußgängerzone, die wir hier ganz am oberen Ende sehen, ist tatsächlich alles Mögliche möglich. Da ist in der Kreativität kaum Grenzen gesetzt, außer eben durch die Straßenverkehrsordnung. Was man aber sagen kann, ist, dass mit einer zunehmenden Zufahrtsbeschränkung und zunehmender Geschwindigkeitsreduzierung natürlich einerseits die Entlastung steigt, aber eben auch die Aufenthaltsqualität zunimmt. Warum die Aufenthaltsqualität so wichtig ist, da werde ich nachher noch zu kommen. Das habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Die ursprüngliche Idee von verkehrsberuhigten Bereichen kommt aus den 1960er Jahren und ist tatsächlich ein Verkehrseingriff. Also es geht tatsächlich darum, Konflikte mit dem motorisierten Individualverkehr, dem MIV, zu bereinigen. Was sich darin vor allem niederschlagen sollte, es geht tatsächlich, es ist ein Einzelhandelsthema, es ist ein Verkehrsthema und es geht darum, Passantinnenfrequenzen zu erhöhen, den Standort zu stärken, dadurch, dass eine stärkere Funktionalität gegeben ist, öffentliche Räume aufzuwerten. Es gibt aber auch noch viele, viele andere ja, Probleme, die damit angesprochen wurden und die damit gelöst werden sollten. Also neben Umweltschutz und ja, Reduktion der Umweltbelastung, das war immer ein Thema, das dabei ganz oben stand, sollte eben auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und gefördert werden, sollten effizientere Abläufe gestaltet werden, dadurch, dass Wege verkürzt oder Wege abgeändert werden können, das Stadtimage sollte aufgewertet werden und zugleichermaßen sollte die City belebt und ein Freizeitangebot geschaffen werden. Also jede Menge Sachen, die damit verknüpft sind und schon immer verknüpft waren. Mittlerweile haben wir die große Herausforderung, dass wir ein sehr anderes Bild von Konsum haben als in den 1960er Jahren. Das heißt, wir sehen, dass der Anteil hauptsächlich einkaufender Menschen in ja, hier Fußgängerzonen zwischen 1988 und 2005 drastisch zurückgegangen ist. Das bedeutet nicht, dass weniger Menschen die Stadt besuchen, sondern dass sie einfach die Stadt besuchen, aber nicht mehr hauptsächlich zum Einkaufen. Das geht einher mit einem Anstieg der genannten Tätigkeiten, ja, die ja sowohl werktags als auch samstags erhoben wurden und in beiden Fällen gestiegen sind. Das heißt, Menschen, die die Innenstadt besuchen, gaben an, mehr Tätigkeiten dort wahrzunehmen. Ebenso gestiegen ist der Anteil der BesucherInnen. Das bedeutet, Städte haben ja, ein Angebotsüberschuss und auch so ein Interessenüberschuss, wenn man das so nennen kann, bedeutet nichts anderes als diese verkehrsberuhigten Bereiche und Innenstädte sind auch attraktiv für Menschen, die nicht in der Stadt wohnen, sondern sie sind tatsächlich ein Magnet für KundInnen von außerhalb. Was wir hier sehen, ja, also besonders werktags ist der Anteil deutlich gestiegen. Was ganz oft deswegen außer Acht gelassen wird und was vielleicht so schwierig ist, ist, dass wir eine Multifunktionalität in Städten haben. Es geht nicht mehr rein um den Konsum, es geht nicht mehr nur darum einzukaufen, sondern wir nennen das postmoderne Urbanität. Das ist einfach dieses andere Verständnis von Stadt und Konsum als noch in den 60er, 70er Jahren. Das bedeutet, dass Städte eben nicht mehr nur diesen einen Zweck, das Einkaufen erfüllen, sondern viele verschiedene Zwecke, viele verschiedene Gründe, warum Menschen Städte aufsuchen oder dort leben. Und die müssen eben entsprechend angesprochen werden. Unter anderem zwei große Punkte, die immer deutlicher herausstechen und immer wichtiger werden: Tourismus und Gastronomie. Aber darauf wurde eben nicht reagiert. Das heißt, wir haben ein anderes Verständnis und viele Städte haben aber nicht darauf reagiert. Deswegen haben wir sehr unterschiedliche Konflikte.
Wir finden sehr, sehr viele VerkehrsteilnehmerInnen auf sehr engem Raum, weil es immer heißt, die Leistungsfähigkeit von Straßen, von Stadtstraßen steht über ihrer Qualität. Das ist einfach irgendwie die gängige Planungspraxis. Es gilt das Narrativ von No Parking, No Business. Das bedeutet, es sollen immer mehr Parkplätze, günstige Parkplätze, am liebsten wirklich kostenfrei, ist das Beste, was es irgendwie gibt, direkt vor der Ladentür. Wobei wir aber dann auch sehen, dass Parkhäuser selten mehr als 80% belegt sind. Den absoluten Spitzenwert führen die Samstage in der Vorweihnachtszeit an. Und auch dort sind 100% Auslastung in ganz seltenen Fällen und in ganz wenigen Städten nur gegeben. Also eigentlich sind die Parkplätze vorhanden, sie haben nur irgendwie ein verdammt schlechtes Image. Was wir außerdem haben, sind sehr, sehr starke Brüche, weil Verkehrsberuhigung meistens bedeutet entweder Fußgängerzone oder gar nichts. Also diese ganzen Zwischenräume, die wir gerade eben gesehen haben, werden eher selten angewendet. Das ist Hop oder Top. Und dadurch haben wir sehr, sehr starke Brüche, was aber auch bedeutet, es gibt eine ganz klar gesperrte Zone in der Mitte und die ganzen Straßen drumherum müssen diese Sperrzone und den Verkehr, der dort sonst durchfahren würde, in irgendeiner Form auffangen. Das führt zu einem Kaufkraftabfluss, das heißt, gerade in den Seitenstraßen sind sehr unbeliebte Lagen, wo sich dann noch Geschäfte ansiedeln, die allerdings gar nicht mehr in das Bild von den Innenstädten passen. Also wir haben einfach ein sehr großes Gefälle zwischen Einkaufsstraßen und den angrenzenden Straßen, was wiederum ja ein sehr uneinheitliches und wenig attraktives Bild bietet und auch dazu führt, dass natürlich der verkehrsberuhigte Bereich selber sehr schön ist, das ganze Umfeld aber ein totaler Kontrast, der einfach wenig dazu einlädt, überhaupt in diesen Bereich vorzudringen, nach vorne zu gehen. Es gibt außerdem das stark vertretene Narrativ gerade von EinzelhändlerInnen, dass nur autofahrende KundInnen Geld einbringen würden. Und diese Annahme ist, man kann es tatsächlich nicht anders sagen, falsch. Die Studie Transport for London hat das Ganze erhoben 2016 in vielen europäischen Großstädten und hat das Ganze auch runtergebrochen und hat vor allem verglichen, wie die Einschätzungen von HändlerInnen versus Realität sind. Und haben verschiedene Sachen festgestellt. Nämlich zum einen, dass die Ausgaben pro Besuch bei autofahrenden KundInnen tatsächlich höher sind als bei KundInnen, die zu Fuß anreisen. Zu Fuß steht hier übrigens auch stellvertretend für ÖPNV und Rad. Die Zahlen nehmen sich nicht viel. Diese Arbeit hat sich ursprünglich mit Fußgängerzonen beschäftigt. Was wir aber auch sehen, und da kommen wir zu Kompensationseffekten, ist, dass KundInnen zu Fuß oder generell mit dem Umweltverbund Innenstädte häufiger aufsuchen und häufiger dort einkaufen als KundInnen, die das mit dem Auto tun. Das bedeutet, Kompensationseffekte kommen zum Tragen und insgesamt sind tatsächlich die Ausgaben von KundInnen mit dem Umweltverbund unterm Strich höher als die mit dem Auto. Dürfen wir HändlerInnen da keinen großen Vorwurf machen. Sie sehen natürlich nicht immer wieder die gleichen KundInnen, sondern sehen tatsächlich nur, wie reist KundIn A oder B an, wie viel wird pro Besuch ausgegeben und sehen dadurch eben das Bild pro Besuch, das natürlich geringer ist, aber eben nicht diese Kompensation dadurch, dass die Besuche häufiger stattfinden. Dadurch ergibt sich dann hier dieses sehr drastische Bild, dieses die Schätzung der HändlerInnen versus Realität. Also wie schätzen HändlerInnen ein, wie ihre KundInnen anreisen und wie ist das Ganze in der Realität? Und wir sehen vor allem eine sehr, sehr starke Überschätzung des MIV, während hingegen Fußverkehr und ÖPNV drastisch unterschätzt werden. Beim Radverkehr ist es eine relativ realistische Schätzung, deswegen haben wir den jetzt hier mal rausgelassen. Aber am Ende bedeutet es eben, dass sich viele, viele EinzelhändlerInnen in verkehrsberuhigten Bereichen und Innenstädten für eine Art falsche Realität einsetzen, weil ihre Einschätzungen nicht mit dem übereinstimmen, was wir real beobachten können. Das Ganze ist allerdings nicht nur ein Verkehrsthema, wie Regine Günther, Verkehrssenatorin aus Berlin, ganz richtig sagt, sondern es geht auch um Lebensqualität in ihrem Fall der Metropole Berlin, aber generell in den Innenstädten, mit denen wir uns beschäftigen. Und das gilt es eben zu berücksichtigen, nämlich welche Vorteile weniger Autoverkehr bringt. Und das sollte offen kommuniziert werden. Die Massenmotorisierung beeinträchtigt Aufenthaltsqualität erheblich. Das heißt, es gibt keinen Drive-In für Ladentische. Das ist einfach nicht umsetzbar. Und Flächen, die wir für den
MIV-Sperren sind ja nicht gesperrt, sondern eben für andere Nutzungen freigegeben. Es gibt einen großen Zugewinn an Außenfläche, der dann für Aufsteller, Gastronomie oder Aufenthaltsflächen genutzt werden kann. Wir haben eine sehr gute Zugänglichkeit, die eine sehr große Nutzungsvielfalt ermöglicht, eine hohe Frequentierung und es wird dadurch ein sehr zentraler, lebendiger, offener Ort, attraktiv für EinzelhändlerInnen. Außerdem hier kurz ein Beispiel zur Effizienz. Also alleine ein 4 Meter breiter Fußweg schafft 200.000 Menschen je Stunde an einem gemessenen Punkt, während hingegen eine zweispurige Straße, das ist von der Breite vergleichbar, lediglich 5.000 Autos pro Stunde schafft, die ja im Durchschnitt, wie die meisten von uns es wissen dürften, mit 1,2 Personen besetzt sind. Das heißt, von der Effizienz überhaupt nicht vergleichbar und so ein Fun Fact am Rande, auch an Geschäftsbereichen, die mit dem MIV befahren werden können, auch diese Geschäftsstraßen werden vom Fußverkehr dominiert. Also auch da, wo die Autos fahren können, laufen Menschen tatsächlich lieber zu Fuß an den Geschäften vorbei. Verkehrsberuhigung haben darüber hinaus einen sehr starken Beitrag zum Sozialleben. Wir haben von diesem postmodernen Urbanitätsverständnis gesprochen. Da geht es auch darum, wie Wahrnehmung funktioniert und dass aktive Mobilität als ganz wichtiger Teil im Erleben einer Stadt wahrgenommen wird. Menschen ganz, ganz verschiedener Altersgruppen, Einkommen, Geschlechter, Bildung, Gesundheitszustände etc. haben die Möglichkeit, an diesen Bereichen teilzunehmen. Es ist nicht darauf festgelegt, dass man ein Auto fahren kann oder dass man zu Fuß gehen kann, sondern es ermöglicht vielen verschiedenen Menschen Zugang zu einem bestimmten Raum, die dann wiederum dort auch miteinander interagieren können. Eines der absoluten Grundbedürfnisse. Wir möchten alle Menschen treffen und mit ihnen kommunizieren. Und auch das ist natürlich ein großer Vorteil. Viele verschiedene Menschen haben Zugang, viele verschiedene Menschen sehen die Geschäfte und sind potenzielle KundInnen für EinzelhändlerInnen in diesen Lagen. Das ist diese Mensch-Umwelt-Wechselwirkung, von der ich gerade gesprochen habe. Wir möchten kommunizieren, uns informieren, uns irgendwo mit etwas identifizieren. Das klingt sehr hochtrabend, sind aber tatsächlich Grundbedürfnisse von Menschen und das, was wir unbewusst auch als attraktiv irgendwo empfinden. Fußverkehr und auch Radverkehr kommt weitestgehend, vor allem im Vergleich zum MIV, ohne Regeln aus. Das heißt, wir können unsere Konzentration auf ganz andere Dinge lenken. Wir können beobachten, wir können Menschen begegnen, unsere Umgebung viel bewusster wahrnehmen. Denn das Tempo entscheidet, was wir sehen. Und je mehr wir sehen, desto mehr Reize empfangen wir und desto mehr werden Menschen dazu angeleitet, auch Spontankäufe zu tätigen oder generell Geschäfte aufzusuchen, weil sie einfach den Impuls empfangen und etwas sehen, das sie attraktiv finden. Was wir außerdem nicht vergessen dürfen, ist, dass KundInnen, egal wie sie anreisen, als FußgängerInnen beim Händler ankommen. Das heißt, eben schon kurz angerissen, es gibt keinen Drive-In oder Drive-Through für Ladentische. Das Auto wird abgestellt und von dort an geht es zu Fuß weiter. Erhebliche Strecken werden zu Fuß zurückgelegt. Also in Städten sind sowieso ein Drittel aller Wege in der Stadt Fußwege. Und die beiden anderen Zahlen, die ich mitgebracht habe, sind Strecken vom Parkhaus aus in Fußgängerzonen, wo man sieht, unter 500 Meter spielt so gut wie keine Rolle. Also dieses vor dem Laden parken scheint tatsächlich gar nicht so attraktiv zu sein. Die wichtigste Rolle und den größten Anteil nehmen die Strecken über 2 Kilometer ein. Menschen genießen es tatsächlich, durch die Stadt zu gehen. Und ein Großteil tut das sehr gerne. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen und ganz am Anfang angesprochen. Der viel zitierte Wohlfühlfaktor Aufenthaltsqualität bedeutet nichts anderes als Menschen verspüren das Bedürfnis, länger an einem Ort zu bleiben, zu verweilen und haben auch den Wunsch, wiederzukommen. Das Einkaufserlebnis rückt ganz klar in den Vordergrund, weswegen so eine abwechslungsreiche Gestaltung, viele Ruhezonen oder ja, einfach nicht konsuminitiierter Aufenthalt zum Verweilen einladen sollte. Das geht natürlich nur, wenn entsprechend Platz und entsprechend Fläche zur Verfügung steht. Wenn wir eben nur diese Rennstrecken quer durch die Stadt haben, dann ist es einfach wenig möglich. Das Ganze bietet sich natürlich an, das direkt mit dem Stadtbild zu verknüpfen. Da muss jede Stadt dann selber schauen, inwiefern das zu ihnen passt.
Unterstützt werden kann das Ganze natürlich einfach durch gezielte Planung. Das heißt, Atmosphäre ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, bedeutet aber vor allem, dass der Zugang zu Waren einladend und schnell und leicht sein sollte. Das Erscheinungsbild, die Identität können ganz klar über eine bestimmte Planung erreicht werden und verschiedene Funktionen sollten einfach einen Raum haben, um möglichst viele verschiedene Menschen anzusprechen. Auch dafür brauchen wir Platz und den haben wir nicht, wenn er zugeparkt ist. In der Planung kann das entsprechend dann berücksichtigt werden. Und um zum Schluss zu kommen, um es nicht zu lang zu machen, das Schlusswort habe ich mir nicht selbst überlegt, sondern mich bedient beim berühmten Stadtplaner und Architekten Jan Gehl, der sagte, eine gute Stadt ist wie eine gute Party, die Menschen bleiben, weil es ihnen gefällt. Damit bedanke ich mich jetzt schon für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Fragen oder Diskussionsansätze, bin auch noch ein bisschen da. Und ihr könnt mich natürlich immer gerne im Nachgang kontaktieren. Die Adresse seht ihr unten links. Ich muss erst zum Stream hinzu. Vielen Dank, Rebecca, für diesen Input. Es gab auch ein paar Kommentare schon im Chat in der drüben. Vielleicht kannst du da noch, also es sind jetzt nicht so direkte Fragen, die man jetzt, glaube ich, so beantworten muss, sondern auch vielleicht Ergänzungen. Wir haben zum Beispiel in Freiburg uns auch mal angeguckt, wie die Belegung der Parkhäuser ist. Ich habe da eine kleine Grafik rausgerendert. Also so vor der Pandemie, jetzt während der Pandemie ist es nicht ganz so realistisch, glaube ich. Aber klares Ergebnis ist auch, es sind immer tausende Parkplätze verfügbar in den Parkhäusern unter der Innenstadt. Das ist eigentlich völlige Überkapazität. Und trotzdem schreien die Einzelhändler ständig. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Zahlen.